Ja, einen wunderschönen guten Tag an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld für die Verzögerung, aber ich hatte technische Probleme, die ich so schnell nicht lösen konnte. Insofern danke ich für Ihre Geduld und ich will auch gar nicht lange aufhalten. Der Thorsten sitzt schon auf heißen Kohlen. Bevor wir das Video starten, das Webinar starten mit Options, Frau Winners, werden wir nochmal eben die Risikohinweise ansprechen. Wir haben hier keine Handelsempfehlung, selbst wenn der Thorsten jetzt eine Position eröffnet. Das ist keine Handelsempfehlung, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Thorsten, du bist soweit, ich werde den Bildschirm übertragen. Kleinen Moment. So. Dann kannst du loslegen. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Genau. Wir starten auch direkt jetzt, also ganz kurz zu der Uhrzeit. Ich habe auch die Rückmeldung bekommen. Zu der Zeit arbeiten ja alle. Das ist richtig. 3:30 werden wir zukünftig auch so nicht mehr machen. Bin ich auch ganz offen, weil ich natürlich auch versuche, viele Teilnehmer zu erreichen. Und wenn dann sozusagen die Zielgruppe um diese Uhrzeit zu klein ist, sprich der Mehrwert nicht so übertragen werden kann wie gewollt, dann werden wir wahrscheinlich diesbezüglich eine Lösung finden. Ich habe nämlich heute und gestern doch diverse E-Mails bekommen, die das ausgesagt haben, dass die Zeit eher ungünstig ist. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja trotzdem ein paar Leute und die Börse, die hat ja schon geöffnet. Sprich, wir können auf jeden Fall was tun und das tun wir natürlich auch als Optionshändler, dass wir direkt zu Beginn uns anschauen, wie sich der Markt entwickelt, gehen wir gleich drauf ein. Der Mann hier mit der Fliege, das bin ich. Ich denke mal, dass all jene, die jetzt teilnehmen, mich auch kennen. Wer über FX Flat ein Konto eröffnet, bekommt 2 Monate verlängerte Clubmitgliedschaft. Sprich, man ist dann 14 Monate dabei und zahlt nur 12 Monate. Was ich jetzt bald machen werde, ist für mich auch ganz neu. Ich weiß nicht, das sind jetzt leider nur sehr wenige, die das hören. Das werde ich dann wohl nochmal im Newsletter kommunizieren müssen. Wir werden jetzt auch zukünftig mit YouTube Livestreaming starten. Und dieses YouTube Live werden wir wahrscheinlich nur für die Abonnenten hier anbieten. Also für all jene, die es noch nicht gemacht haben, können natürlich hier mich abonnieren, meinen Kanal abonnieren, bei YouTube einfach War Options for Winners eingeben, da wird man fündig und dann werden wir auch sehr aktuelle Themen besprechen, weil logisch ist natürlich auch, dass wir teilweise Videos vorproduzieren müssen und natürlich dann den ein oder anderen Highlight oder das ein oder andere Highlight irgendwie verpassen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir würden uns dann beispielsweise solche Themen angucken, wie manche Werte, letztlich erst Meta, eine mega Kursentwicklung gemacht haben nach Bekanntgabe der Earnings nach oben hin oder Tesla nach unten hin. Und dann stellt man sich natürlich auch als Optionshändler die Frage, wie kann ich jetzt damit auch wiederum Geld verdienen, weil das ist natürlich der Mehrwert des Optionshändlers. Wir können von allen Richtungen, in allen Richtungen und aus allen Richtungen profitieren. Und das ist etwas, was wir uns natürlich zu eigen machen sollen. Wichtig hierbei ist natürlich erstens, das Wissen muss vorhanden sein und auch je nachdem, wie man es macht, eine Analyse des Marktes. Es gibt natürlich auch Strategien, die sind jetzt beispielsweise unabhängig vom Underlying. Underlying ist ja das, worauf wir die Optionen traden. Optionen sind ja Derivate. Das heißt, bei Aktienoptionen sind es jetzt Aktien. Und wenn wir jetzt eine Meta-Option beispielsweise traden, traden wir eine Option auf die Meta-Aktie. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Strategien, die es schaffen, unabhängig von der Kursentwicklung der Meta-Aktie trotzdem Geld zu verdienen. Das klingt wahrscheinlich für den einen oder anderen, der neu oder erst am Anfang in diesem Optionshandel ist, sehr suspekt. Aber diese Möglichkeiten gibt es natürlich, weil wir haben ja grundsätzlich den Vorteil gegenüber dem direktionalen Trading. Das heißt, wenn wir jetzt in Aktien gehen, sind wir ja direktional. Sprich, wir profitieren, wenn die Aktie nach oben geht, wenn wir sie gekauft haben. Und wir profitieren natürlich nach unten, wenn wir sie verkauft haben, also wenn wir short gegangen sind, 1:1. Bei Optionen schaut das natürlich ein bisschen anders aus.
Und bei den Optionen haben wir noch einen Vorteil. Wir haben die Griechen, ja, und die Griechen, da rede ich jetzt nicht über die Griechen aus Griechenland, sondern die Griechen, das sind Sensitivitätskennzahlen, die wir nutzen können für die Analyse der Optionen und natürlich auch für die Vertiefung der Optionsmechanik. Ja, und das ist auch all das, was wir hier im Club machen. Und heute hat auch im Discord-Server, kann ich vielleicht auch noch mal kurz zeigen, hier haben wir unseren Discord-Server und hier traden wir ja auch regelmäßig und hier kann man auch also mir Fragen stellen, also direkt Fragen stellen. Und da hat ein Clubmitglied heute beispielsweise gefragt, Thorsten, du hast doch erzählt, du hast nur eine begrenzte Anzahl von Clubmitgliedern, das ist deine Clubpolitik, ja, weil mit einem erfahrenen Team kann man natürlich auch tiefgehender arbeiten. Das stimmt, das bleibt auch so, aber es gibt natürlich immer welche, die sich irgendwo einschleichen. Nichtsdestotrotz sorgen wir natürlich dafür, dass wir das vermeiden wollen in Zukunft. Dafür habe ich auch Unterstützung. Options for Winners ist ja sowieso gewachsen. Nichtsdestotrotz geht natürlich bei uns der Fokus auf die Qualität, auf den Wissenstransfer und natürlich auch darum, dass man eigenständig traden kann. Das ist ja das Wichtigste. Also wenn jemand bei mir in den Club geht und geht nachher raus und sagt, ich habe viel gelernt, ich kann es jetzt alleine, auf gut Deutsch, Thorsten, ich brauche dich nicht mehr, ich brauche den Club nicht mehr, dann bin ich auch sehr zufrieden, weil dann habe ich natürlich das, was ich hier bei meinem YouTube-Kanal auch immer zu Anfang sage, ich möchte den Optionshandel salonfähig machen, weil ich finde, dieser Optionshandel wird auf der einen Seite unterschätzt in dem, was man alles damit machen kann und auf der anderen Seite teilweise auch zu schlecht geredet, dass das eine Geldvernichtungsmaschine wäre und dass das alles, was hier gezeigt wird, nur Blabla und nicht wirklich real ist, kann ich nur bestätigen, dass es nicht so ist, nämlich ich kann bestätigen, dass wir hiermit sehr erfolgreich sind. Und wenn man auch nur die Optionen nutzt, beispielsweise, um sich gegen Marktrücksetzer abzusichern. Ja, also all jene, die jetzt Corona mal erlebt haben, da gibt es ja beispielsweise den Tim Schäfer, kann man auch mal googeln bei YouTube, der ist ja ordentlich investiert und der hat wirklich Eier in der Hose, weil er immer dann kauft, wenn es auch wirklich blutet. Ja, das ist natürlich schwer, das ist natürlich eine emotionale Überwindung für Normalsterblichen. Und er ist auch relativ gelassen durch Corona gegangen, weil er gesagt hat, von wegen super, die Möglichkeit, ich kann günstig kaufen und sozusagen meinen Preis, den ich habe, meinen Durchschnittspreis für die Werte, die bis dato im Depot sind, natürlich dann auch nach unten ziehen, sprich so einen Cost-Average-Effekt zu entwickeln. Aber bei der Denke fehlt mir erstens eins, nämlich die Sicherheit, dass es wieder nach oben geht, das ist nirgendwo geschrieben. Ja, wir brauchen nur nach Japan gucken und schaut euch mal an, wie die Kurse 1990 waren und schauen wir uns an, wie sie jetzt sind. Das ist jetzt 35 Jahre her. Und wenn wir noch etwas sagen, die Ruhe. Und es geht jetzt nicht darum, dass man vielleicht doch glaubt, in 5, 6 Jahren geht das wieder nach oben. Wenn ich 20, 30 Jahre für mein Geld gearbeitet habe und ich sehe auf einmal ein Aktiendepot, was sich halbiert, dann wäre ich doch an der einen oder anderen Stelle froh gewesen, vielleicht vorab eine Versicherung gehabt zu haben. Ja, das ist für mich immer das Gleiche. Wenn ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich bin relativ unfallsicher, sprich ich baue relativ viele oder in der Vergangenheit mit meinen Autos relativ viele Unfälle gebaut, habe aber immer gesagt, für solche Autos, die ich fahre, ist die Versicherung halt viel zu teuer. Ja, mir passiert ja sowieso nichts. Ja, und dann hatte ich so einen Vollschaden und dann war auch fast ein Komplettschaden vorhanden, so dass da ein echt so hoher Betrag entstanden ist an Reparaturkosten etc., dass ich so gerne, wenn es auch ginge, mich abgesichert hätte. Und deshalb, wenn es nur ein bisschen ist, bisschen absichern ist besser als gar nichts. Und das möchte ich jetzt hier auch mal an einem Beispiel zeigen. Wenn wir jetzt hier einfach mal den S&P 500, das ist der Index, der S&P 500 Index, überlegen, was passiert, wenn wir investiert wären. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir unser Depot und wir haben jetzt hier fast einen Kurs von 5.000. Bei 1 zu 1 hieße es, wenn er jetzt auf gut Deutsch komplett den Ufer, also komplett pleite ginge, wären wir hier bei 0.
Das heißt, das ist alles, was wir verlieren könnten. Jetzt hat man natürlich nicht nur eins, sondern mehrere. Dann sind es vielleicht nicht 5.000, sondern 50.000. Dann kann ich natürlich 50.000 verlieren. Wie schön wäre es doch, wenn ich weiß oder glaube aus der Vergangenheit, weil ich bin ja schon länger investiert, ich mache im Schnitt 6-8% im Jahr, wenn ich dann sagen würde, ich will mich mal absichern und ich sichere mich jetzt hier mal bei 4-5 ab. Und diese Absicherung zu 4.500 würden im Jahr 1-2% kosten. Dann wäre es für mich jetzt aus meiner Perspektive die absolut richtige Entscheidung, wenn ich wüsste, ich könnte nur maximal 10% verlieren, die anderen 90%, die sind abgesichert. Und dafür bin ich auch ehrlich und ich glaube, da werden mir auch die ein oder anderen zustimmen, lieber mal 0 als minus 20. Und das ist das, womit wir uns hier halt beschäftigen, dass wir überlegen, wie wir auf gut Deutsch weiter wachsen können, also immer wieder. Und das sind auch nur kleine Treppen, aber trotzdem diesen Rücksetzer nicht mitmachen. Und das ist natürlich alles mit Optionen möglich. Und das ist natürlich auch möglich, wenn man jetzt in Aktien investiert. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, dann wird mir auch jeder zustimmen, dass man doch sagt, ich bin jetzt beispielsweise mit einem bestimmten Prozentsatz an Gewinn zufrieden, wenn ich sogar wüsste, dass ich auf der anderen Seite meine Verluste fast komplett ausschließen kann. Und da gibt es eine Strategie, über die ich mich auch immer wieder austausche und es natürlich auch selbst privat mache. Ja, das geht jetzt hier nicht um die Vereinnahmung der Prämien aus der Option als Ziel, sondern hier geht es natürlich darum, dass wir unsere Aktien, unsere Stocks irgendwie doch absichern und das können wir mit der Collar-Strategie machen. Ja, ich nehme immer gerne dieses Tool hier zur Hilfe von OptionStrat. Da kann man halt auch ohne Anmeldung, also kostenfrei, sehr viel mitmachen. Bei einer tiefergehenden Analyse will hier natürlich auch der Mann von OptionStrat ein bisschen Geld verdienen, das ist ja verständlich. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein größeres Depot und Tesla ist momentan günstig. Ja, gehen wir noch mal kurz zurück. Gucken wir uns mal Tesla an. Gucken wir uns einfach mal Tesla an. Ja, gehen wir hier rein, gucken uns Tesla an. Und da sehen wir, das ist doch mal ein ordentlicher Rückgang. Ja, ein ordentlicher Rückgang. Hier übrigens wären wir sowieso gar nicht long reingegangen, weil wir hier durch den O4W Best Indikator, den ich programmiert habe für die Trading View, bekommt man im Club frei, aber kann man auch über meine Shoppage natürlich bestellen, wäre ich hier sowieso nicht long gegangen, weil hiernach sieht es auch wirklich nicht aus, sondern hier geht es doch eher bergab. Also das wäre sowieso nicht für mich als Optionshändler ein bullischer Kandidat gewesen. Jetzt sehen wir aber, hier waren die Earnings, also da hat sozusagen Tesla die Bücher gezeigt und das, was da drin stand, war scheinbar nicht so amused für die Investoren und dann ging die Aktie doch ordentlich nach unten und die hat sich hier ein bisschen abgefedert. Nichtsdestotrotz, wenn das jetzt ein Reversal ist, könnte man doch mal überlegen, reinzugehen. Jetzt, wenn man mal nach außen geht, ne, wenn ich jetzt hier in Düsseldorf bin, ja Düsseldorfer, wenn ich hier unterwegs bin und dann fragen mich natürlich, Thorsten, pass mal auf, ne, von wegen Tesla, ist doch jetzt super günstig. Würdest du da reingehen? Und dann sage ich, also ich bin, auch wenn ich lieber die Verbrenner mag, also persönlich zum Fahren, trotzdem auch von Tesla etc. angetan, was all die gemacht haben. Nichtsdestotrotz sehe ich immer noch ein Risiko. Und weil ich ein Risiko sehe, wäre meine Antwort, ja, ich würde reingehen, aber mit einer Absicherung. Und das ist das, was ich jetzt zeige. Ich will jetzt hier sagen, ab einem bestimmten Punkt möchte ich abgesichert sein. Ja, wenn wir jetzt die 170 hier nehmen, hieße das, hier kaufe ich eine Put-Option. Und die Put-Option gibt mir das Recht, dass ich die Aktie zu den 170 Dollar abgeben darf. Ja, das hieße, ich hätte dann, wenn ich jetzt die 186 als Ausgangsgröße nehme, dann würde ich 186 abzüglich der 170,
Das sind 16,40 jetzt mal 100, weil die Aktienoption 100 Aktien abdeckt. Dann wären wir hier bei 1.640, 1.620 jetzt Dollar verlustig. Ja, also das ist etwas, das habe ich mich selber verrechnet. Doch, nee, war richtig. So, und das ist das, was wir hier abfangen. Das heißt, die 170 mal 100, 17.000 von den 18.600 sind dann abgedeckt mit der gekauften Put-Option. Und das gucken wir uns jetzt mal in OptionStrat an, wie das denn hier live ausschaut. Ich bin hier, eine Sekunde, OptionStrat ist hier, wir sind Tesla. Wir nehmen jetzt mal eine bisschen längere Laufzeit, wir nehmen jetzt von mir aus 100 Tage und dann gucke ich mal, 170 hier, das ist der Preis, den ich dann dafür zahle. Und ich sage, ich will am Ende vielleicht gar nicht wirklich viel Geld mit der vereinnahmten Prämie verdienen, sondern mit der Aktie selbst. Und hier können wir es nämlich schön sehen. Der Kurs steht jetzt bei den 186. Abgesichert nach unten, wie gerade geschrieben, bei 170. Das Risiko liegt hier zwischen. Das ist das Risiko, was wir hier haben. Das sind die 16. Wir müssen nachher immer alles mal 100 rechnen, also die 1600. Unser Potenzial ist aber nach oben. Das Potenzial ist nach oben, wie die Aktie sich bewegt. Aber begrenzt durch diese 210, die hier steht. Das ist eine verkaufte Call-Option. Die steht hier bei 210. Sprich, unser Potenzial wären dann die 186 zu den 210. Das wären hier 14 plus 10. Das wären 2400. 2,4. Wir müssen ja nachher alles mal 100 nehmen. Das heißt, auf der einen Seite, und hier kann man es auch schon sehen, hier haben die es natürlich schon direkt ganz genau ausgerechnet. Unser maximaler Verlust, den wir hiermit erzielen könnten, wären diese 15,71. Unser maximaler Gewinn, den wir erzielen können, wären die 2,428. Hieße, wir könnten mal Tesla probieren und sagen, ja, das ist eine gute Geschichte, ich habe ein überschaubares Risiko und der Profit, mit dem bin ich zufrieden. Wie wir jetzt die Strike-Preise setzen, das muss jeder natürlich für sich selbst bestimmen. Ja, wenn wir jetzt sagen, Tesla ist doch noch mir ein bisschen zu heikel, ich gehe näher dran, dann könnte man natürlich gucken. Jetzt sind wir bei 180, jetzt sind wir hier aber im Ausgabebereich. Das heißt, hier müssen wir drauf zahlen. Warum? Weil die gekaufte Put, die jetzt von 180 bis 0 abdeckt, das sind die 18.000 weniger Risiko. Die kostet natürlich mehr, als wir mit der Call-Option, die wir hier verkaufen, vereinnahmen. Da kriegen wir nur die 960. Hieße, wenn wir jetzt sagen, wir wollen keine Ausgabe machen, sondern wir wollen jetzt wirklich hier Minimum plus minus 0 haben, dann müsste man natürlich die verkaufte Call-Option nach unten ziehen. Und hier wäre vielleicht ein Betrag, wo man sagt, 82,50 ist dann in Ordnung als Ausgabe. Dann hätte ich hier einen potenziell maximalen Verlust von 622, aber trotzdem noch diesen Profit hier. Und weil nicht alles in Stein gemeißelt ist, kann man natürlich auch während der Laufzeit, weil die Laufzeit ist ja jetzt hier gewählt, 17. Mai, könnten wir während der Laufzeit natürlich rollen. Hieße, wenn ich jetzt zum Beispiel den Indikator mitunter berücksichtige, hier diesen, und wir bekämen jetzt ein grünes Open, was schlussendlich signalisiert, er könnte jetzt doch ein bisschen weiter nach oben gehen, dann hieße es für mich natürlich auch, dass ich die Call-Option nach oben drehe, um mehr von der Entwicklung der 100 Aktien anzunehmen. Ja? Also um mehr am Kurs zu partizipieren. Und diesen Vorgang, wenn wir jetzt die 200er auf die 210 verschieben, der nennt sich Rollen.
Ja, und dann würden wir rollen. Dieses Rollen würde natürlich Geld kosten. Das ist klar. Aber wir würden schlussendlich mehr durch die Bewegung, durch die Entwicklung des Underlyings der Tesla-Aktie profitieren. Das ist die Collar-Strategie. Das ist die Collar-Strategie. Wenn wir jetzt aber diese Put-Option weglassen, weil du sagst, nee, das ist mir egal, ich will die sowieso ein bisschen länger behalten, ich brauche jetzt hier nicht diese Versicherung bezahlen, können wir diese natürlich hier ausklicken, ja, also weg, und dann hätten wir diese Covered-Call-Strategie. Und diese Covered-Call-Strategie alleine würde ja bedeuten, wir geben unsere Aktien ab, wenn der Käufer der Call-Option, der uns die Option sozusagen abgekauft hat, wenn er sein Recht ausübt, und das Recht hieße ja, wir müssten zu 210 die Aktie dann abgeben. Ja, dann hätten wir hier natürlich mehr Profit, weil Ausgabe fällt weg von der gekauften Put. Aber und hier sieht man es, das ist das. Das ist das Verlustrisiko. Und das ist nur ein Punkt. Und deshalb rede ich auch gerne von Margin-Management. Wir dürfen nicht vergessen, der Broker verlangt auch eine Margin. Und die Margin ist natürlich höher, das ist ja ein Pfand, ist natürlich höher, wenn das Risiko höher ist. Und hier ist doch ganz klar, wenn wir keine Absicherung, keine Versicherung haben, dass der Broker dann sagt, ne, hier, mein lieber Thorsten, das ist doch wirklich ein Risiko. Und dieses Risiko müssen wir mit dem Pfand, mit der Margin bezahlen. Und das ist natürlich viel, viel höher. Und deshalb böte es sich Folgendes an. Wenn man jetzt sagt, man macht diese Geschichte und glaubt nicht, dass Tesla beispielsweise sich stark nach unten entwickelt, dass man trotzdem die gekaufte Put-Option mit reinnimmt, aber aus Margin-Management-Gesichtspunkten nach unten rollt. Ja, dann nimmt man halt von mir aus eine 140er gekaufte Put. Und dann guckt man sich an, wie stark hat sich jetzt die Margin für mich positiv verändert. Weil eins dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir unsere Margin komplett ausgelastet haben, ja, also wenn wir den maximalen Pfandbetrag sozusagen, dann bedeutet das ja was? Dann kommt dieser Margin Call. Und deshalb, Margin ist unser Werkzeug. Und je mehr Margin wir abgeben, umso weniger Werkzeug haben wir. Weniger Werkzeug, weniger Geld. Und deshalb muss man sich das immer wieder überlegen, ob man das eine oder andere macht. Da wir häufig Portfolio-Margin haben, ist das natürlich auch sehr portfolio-lastig, abhängig. Und da muss jeder natürlich gucken, ob das jetzt dazu passt oder nicht. Ja, also das ist natürlich etwas, was man mit der Zeit lernen muss. Nur dieses hier, auch grundsätzlich nackte Optionen zu verkaufen, ist natürlich sehr margenlastig. Und bei manchen Werten ist natürlich mehr Margen gefragt als bei den anderen. Vergleich, bei Tesla wird man wahrscheinlich mehr Margen hinterlegen müssen als beispielsweise bei Coca-Cola. Und deshalb müssen wir immer wieder gucken, wie wir das jeweils aufsetzen. Und jetzt mal einen kleinen Schwenk weg von den Investoren, weg von der Aktie, sondern Fokus auf die Prämie, auf die Prämienvereinnahmung, auf das regelmäßige Einkommen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man jetzt einen bullischen Trade aufsetzt, Bull-Put-Spread. Ja, Bull-Put-Spread ist ja, wir haben die verkaufte Put-Option. Alleine stehen Verse nackt, das wäre der Short-Put, und darunter eine gekaufte Put-Option, eine Absicherung, und beides zusammen ist der Bull-Put-Spread. Natürlich, wenn wir den jetzt weiter vom Kurs weghalten, wäre es nicht schlimm, wenn kleine Kursrücksetzer kommen. Wenn die aber größer sind, wird es ungemütlich und dann haben wir Verluste. Also müssen wir natürlich vorher zwei Punkte überlegen. Erstens, wie sieht das Chartbild aus? Sind wir jetzt in einem Abwärts-, in einem Aufwärts- oder in einem Seitwärtstrend? Und zweitens, was natürlich dann auch für uns wichtig ist, ist die Volatilität. Weil die Volatilität ist ein Teil der Optionsprämie. Sprich, wenn wir eine hohe Vola haben, können wir teurer verkaufen. Wenn wir eine niedrigere Vola haben, nicht. Wenn wir jetzt aber eine höhere Vola haben, profitieren wir natürlich auch von dem Rückgang der Vola.
Und deshalb ist es wichtig, auch immer die Volatilität zu berücksichtigen. Wir machen das halt hier im Club ein bisschen einfacher. Wir haben hier eine ganz tolle Liste mit ganz vielen Werten. Die werden jeden Tag um kurz nach vier, ich glaube um 16.05 Uhr, also in 5 Minuten, werden sie aktualisiert. Und da haben wir genau das, was wir brauchen. Ja, wir haben hier den Kurs. Wir haben hier unten signalisiert, ob sie jetzt bullisch oder bärisch sind. Wir haben die ganzen Kennzahlen, die wir brauchen, um auch die IV, die implizite Volatilität, ja, zu berücksichtigen. IV Percentile gucke ich mir primär an. Und natürlich noch die Earnings. Weil das Schlimmste, was passieren kann, man macht einen Bull-Put-Spread auf und am nächsten Tag sind die Earnings und man hat beispielsweise sowas wie bei Tesla, dann kann man schon ordentlich bluten. Ja, und das Gleiche machen wir natürlich dann auch mit vielen anderen Sachen, mit bärischen Titeln etc. pp. Ja, und deshalb immer wieder sich erstens natürlich das Chartbild auch angucken, ja, außer man hat wirklich einen vollmechanischen Trade, ist aber eher selten der Fall. Und der zweite Punkt ist ja auch, das habe ich ja auch schon öfter hier deklariert, ist, dass man sich die Volatilität anschaut. Das ist der VIX, die VIX-Terminstrukturkurve, ja, die VIX-Futures aneinandergereiht. Und da muss man natürlich gucken, entwickelt sich das nach oben, dann ist es gesund. Wenn es nach unten ist, ist eine Backwardation. Da stimmt was im Markt nicht. Und solche Dinge, die lernen wir natürlich auch im Club, beziehungsweise die können wir auch austauschen. Und deshalb ganz, ganz wichtig, bevor man zu viel tradet, lieber Wissen erstmal schaffen. Und wenn man das Wissen hat, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das bietet hier FX Flat auch an, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit hier, das ist jetzt das Live-Konto, aber wir können natürlich auch im Paper-Trading-Konto traden. Ja, und hier haben wir, wie gesagt, das Live-Konto. Man sieht jetzt hier viele rote Zahlen. Da darf man jetzt aber auch nicht in Anführungszeichen zu sehr rot sehen, weil da sind natürlich auch Investorenstrategien bei. Da ist auch noch jetzt der Iron Condor, den ich gestern in der Themenwoche vorgestellt habe, bei. Hier ist ein aufgesplitteter Iron Condor. Hier ist eine Absicherung gewesen. Das war ein VIX Core Ratio Backspread. All das machen wir. Ja, und das ist halt dann auch wichtig, dass man sich austauscht und lieber eine Frage mehr fragt, als dass man nachher, nur weil man nicht fragt, einen Fehltritt sich leistet. Und bei Stillhaltergeschäften kann das schon sehr teuer werden. Sind da jetzt schon Fragen gekommen? Sind da Fragen? Ich guck mal kurz. Haben wir da was? Nee, außer dass ich gefragt habe, ist da keine Frage. Nein, wenn da keine Fragen ist, Wolfgang, dann würde ich das jetzt hier auch nicht also zu weit übertreiben. Wir haben ja sowieso gekürzt gehabt. Dann würde ich das jetzt auch hiermit beenden. Die eine Frage, die hast du gesehen, die ist vom Michael. Ach, ich bin im falschen Chat. Ich war im Chat, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, na, heute zwei Sachen. Einmal hat er bei dir nicht geklappt und jetzt klappt bei mir nicht. Super. Gut. Ah, Michael, perfekt. Welche Analyse-Software ist denn gut oder sehr gut? Ja, für was analysieren? Ja, immer die Frage. Ne? Wir können viel analysieren. Wir haben Optionsdraht. Optionsdraht ist gut, ist kostenfrei. Barchart.com ist gut, ist kostenfrei. Für Backtesting ist Option Omega für mich mega. Ne? Also das ist halt etwas. Also da gibt es wirklich sehr viel. Ach, ich sehe es gerade. Optionsdraht wollte ich schon. Darf ich fragen, was meinst du zu Thinkorswim? Ja, das ist wahrscheinlich jetzt hier gerade der falsche Platz dafür. Wir sind hier beim IB-Broker, der verwendet Trader Workstation. Ja. Können wir vielleicht ein andermal bequatschen. Ja, gut. Nee. Das war es dann. Dann, wenn dann nur der Michael die Fragen hat. Aber ich sehe auch, da sind auch viele meiner Clubmitglieder hier drin. Ja, die können die Fragen natürlich auch nochmal anderswo stellen. Ja. Genau. Okidoki, also A zur Analyse, Option Strat kann ich nur empfehlen, da kann man die Griechen perfekt analysieren, wenn man jetzt beispielsweise die Bezahlversion nimmt. Ja. Okay, Thorsten, jetzt habe ich eine Frage zum nächsten Termin, 21.02. ist ja angedacht. Ja. Hattest du ja angedeutet, den Zeitpunkt zu verändern. Ja. Also nicht mehr um 15.30 Uhr, sondern wann soll das dann stattfinden? Am besten später. Viele haben mich angeschrieben, ob vielleicht auch 17.30 Uhr, 18 Uhr ginge, wenn das klappt. Ja.
Ja, das ist ja dir überlassen, wenn du es machen möchtest. Ja, nee, das können wir dann gerne so machen. Ich bin halt, wie gesagt, auch dann variabel. Nur 19 Uhr kann ich nicht. Also wenn, dann müsste das vorher sein. Richtig, ja. Ja, dann schlage ich vor 17:30 Uhr, dann ist die goldene Super. Mitte. Ja? Perfekt. Wolfgang, Müssen sehr gut. wir dann nur ändern, ne? Denn Muss mal kommunizieren. Genau. ja. Okay, Thorsten, vielen Dank. Perfekt, Auch ich wenn es heute danke. ein bisschen ja, technische Schwierigkeiten gab auf meiner Seite, tut mir wirklich leid. Also ich bitte nochmal alle um Entschuldigung und danke für die Geduld. Allen Teilnehmern wünsche ich viele erfolgreiche Trades im Optionsbereich und wir hören uns wieder am 21.02. um Super, perfekt. 17:30 Uhr. Ja? Ja, Gut, perfekt. Dankeschön. Danke, mach's gut. Ciao, Danke, ciao. ciao. Ciao, ciao.